Hallo zusammen und ein herzliches Willkommen an die Neuen. Mein Name ist Karin Henningsen und ich erzähle heute etwas über meditatives Malen. Wie funktioniert nun meditatives Malen und warum ist es so wichtig? Wundervolle und wertvolle Eindrücke offenbaren sich in leichten Skizzen. Stimmungen und Bauchgefühle, die zum Ausdruck bringen, was in unserer Seele gerade stattfindet oder stattgefunden hat. Die Tiefe und Größe der Emotionen offenbart das Thema, das bearbeitet werden soll. Das absolute Highlight ist die Arbeit mit dem inneren Kind. In geschützter Atmosphäre werden präzise Details herausgearbeitet, die sich oftmals als unwahrscheinlich nützlich im Alltag erweisen. Es entsteht so ein Porträt eines Lebenscharakters. Was passiert nun genau in meinen Sitzungen? Vergangene Eindrücke und Erfahrungen werden bearbeitet und führen damit zu neuen Erkenntnissen in den Lebensthemen. Das Zusammenspiel von Farben, Gestalten, Themen in den Bildern geben grundlegende Informationen zur ausstehenden Seelenarbeit. Hierfür verwende ich gerne Aquarelltechnik und plastisches Gestalten in Ton und Knetbeton. Die Erfahrungen und Techniken, die du von mir erhältst, können liebevolle Begleiter auf deinem weiteren Lebensweg sein. Du benötigst keinerlei Vorkenntnisse. Wir können sofort beginnen. Jetzt im Anschluss erhältst du Einblicke in die Art und Weise und Ablauf einer Sitzung. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal oder besuch mich auf meiner Website. Ich wünsche dir nun eine gute Zeit, bleib bitte gesund und hoffentlich bis bald. Ja, ich beginne gerne mit lockeren Zeichnungen, Auflockerung, aus dem Handgelenk zeichnen, die Schulter mit einbeziehen, gerne auch im Stehen und gerne natürlich auch mit bisschen Musik. Hier sind wir schon richtig im richtigen Prozess. Hier war das Thema im Fluss des Lebens, Wasser fließen lassen und auch Collagetechnik, also verschiedene Materialien aus dem Alltag mit einzubeziehen. Ja, hier geht's weiter mit Kohlezeichnen, ein wundervolles Medium, um sich zu stärken, um Klarheit zu bekommen im Jetzt, im jetzigen Leben. Und hier eben wieder mit Aquarell. Da sind wir wieder im Fluss des Lebens, spielen auf dem Papier und die Dinge wie auch das Leben. Jetzt auch hier zu sehen, einfach mal kommen lassen, einfach mal die Dinge so annehmen, wie sie sind, spielerisch, mit Farben, mit Formen. Ja, hier sind wir jetzt
im richtigen meditativen Malprozess. Das Thema hier war Rückschau malen, also nicht mal schreiben, sondern wirklich auf Wörter zu verzichten und von innen heraus einen Lebensabschnitt zu gestalten. Auch hier sind keinerlei Vorkenntnisse nötig. Du kannst sofort mit mir loslegen. Ja, ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Umsetzung. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann schreib mir eine Mail. Bis bald. Tschüss.